Hallo zusammen, hier ein weiterer Input der Gemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Ich bin die Gertrud Ries und ich habe euch letztens erzählt, dass ich mich jeden Tag geimpft habe mit besonderen Worten. Und ich möchte mit dieser Impfung fortfahren. Ich impfe euch jetzt mit guten Worten, Worten aus der Bibel. Und zwar steht in Römer 8, Vers 31, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Das ist auch so ein Vers, der hat mich immer begleitet bis jetzt. Und es ist doch wunderbar, es können Menschen denken über mich, was sie wollen. Und auch über dich, du bist in Christus. Niemand darf dich antasten. Ist Gott für dich? Wer kann gegen dich sein? Wir machen Fehler, wir gehen zu Gott, wir bekennen unsere Fehler und er vergibt. Und deshalb sind wir frei. Und da hat niemand das Recht, uns anzuklagen. Egal, ob wir arm oder reich sind, ob wir super intelligent sind oder wenig intelligent sind, das spielt bei Gott keine Rolle. Bei Gott ist es wichtig, dass wir ihn lieben. Jesus kam, weil er uns liebt. Er kam, weil er gesehen hat, dass wir ohne ihn verloren sind. Er kam aus lauter Liebe und diese Liebe sollen wir weitergeben. Das ist unser Auftrag, bis Jesus wiederkommt und er kommt. Er hat in seinem Wort versprochen, dass er wiederkommt und uns mitnimmt zu sich in sein Reich. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihn jetzt kennen, dass, wenn er dann kommt, dass wir mit ihm entrückt werden. Die Entrückung kommt, steht in der Bibel, ob es die Menschen glauben oder nicht. Aber unsere Aufgabe ist jetzt in dieser Zeit, die wir Christus schon haben, schon erkannt haben und anerkannt haben und in ihm sind, dass wir diese Liebe weitergeben. Am Arbeitsplatz, überall, wo wir sind, auf der Straße, mit einem freundlichen Lächeln. Vielleicht bringen wir mal der Nachbarin einen Kuchen oder irgendwas anderes. Einer ist beim Reifenwechseln. Dem kann man auch helfen. Oder es war jetzt so wunderbar beim Schneeräumen, da kann man auch helfen. Man kann überall helfen, wenn man will. Und überall die Liebe Gottes weitergeben. Und Gott ist so gut. Er gibt uns so viele Gelegenheiten. Wir sollen nur Ausschau danach halten. Wir sollen schauen, wo kann ich meinem Nächsten helfen. Das ist unser Auftrag. Da ist es egal, wie wir aussehen, ob wir gerade gerichtet sind oder nicht, ob wir ein schönes Kleid anhaben oder auch nicht, oder ob wir uns gut oder schlecht fühlen, das ist ganz egal. Gott schenkt Gelegenheiten und wir dürfen sie nutzen. Wir können auch Gott darum bitten, um Gelegenheiten, Menschen seine Liebe zu zeigen, weil er uns ja geliebt hat. Ja, das ist einfach wunderbar. Und da kann uns niemand verdammen, denn in Römer 8, Vers 34 steht, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel, Jesus Christus ist unser Fürsprecher. Und dieses Wissen um diesen Fürsprecher macht uns so unendlich reich. Reicher, das kann man gar nicht mit Geld bezahlen. Reicher, wie jeder andere Mensch auf der ganzen Welt ist, der Christus nicht hat. Wir haben Christus und wir sind gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt. Und ich danke meinem Gott jeden Tag dafür. Und ich danke auch euch fürs Zuhören. Bis zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.